Auch wenn du zerbrochen bist, entscheidest du dich, anderen zu helfen. Aus schwach mach stark und hilfsbereit. Ein wahres Zeichen von innerer Größe ist es, die eigenen Wunden dafür zu nutzen, um eine Stärke aus ihnen zu kreieren. Wer der Medaille seines Lebens diese Kehrseite entlocken kann, den bezwingt nichts und niemand mehr. Doch es gibt sogar noch eine Steigerungsstufe. Menschen, die tiefe Verletzungen der psychischen und emotionalen Art verkraften mussten, stellen ihre neu gewonnene Stärke manchmal sogar noch in den Dienst der anderen. Sie packen all ihre unschönen und tragischen Erlebnisse samt langwierigem Heilungsprozess in einen Koffer und machen diesen zu einer Toolbox oder Erste-Hilfe-Kit für andere, die selbst schwere Zeiten durchmachen. Die kraftvollsten Heiler unter uns sind diese Verwundeten, die ihre Schlagseite nutzen, um im Windschatten volle Fahrt aufzunehmen. Es ist schwer zu erklären, wie diese Übung gelingen kann, und dennoch tut sie es. Erkennst du dich hier wieder? Ein Grund mehr, dir die wundervolle Ausnahmeerscheinung der verwundeten Heiler kurz vorzustellen. Nummer 1. Was sind verwundete Heiler wirklich? Was wie eine Bezeichnung aus dem Bereich der Esoterik klingt, verdanken wir tatsächlich der wissenschaftlichen Disziplin der Psychoanalyse. Einer ihrer prominentesten Mitbegründer, Carl Gustav Jung, prägte den Begriff verwundeter Heiler. Er umschrieb damit im Wesentlichen seinen eigenen Berufsstand. Menschen, die selbst tiefe seelische und emotionale Narben in sich trugen, die sich aber dennoch dazu entschlossen, anderen bestmöglich helfen zu wollen. Dieser Theorie liegen mehrere Überlegungen zugrunde, die allesamt ganz passable Erklärungen dafür bieten, warum ausgerechnet dieser Personenkreis besonders dafür geeignet zu sein scheint. A. Ein verwundeter Heiler versteht seine Patienten ohne viele Worte. B. Wer selbst Betroffener oder Betroffene war, weiß, was hilfreich ist und was nicht. C. Verwundete Menschen hoffen, dass ihr Leid nicht vergeblich war, wenn sie das der anderen dadurch lindern können. D. Therapie der anderen ist dann immer auch ein Stück weit Therapie der eigenen Seele. E. Früher oder später baut der verwundete Heiler auf diese Weise Stärke auf, wo sonst wahrscheinlich auf ewig ein Wunderpunkt und ein Loch in der Seele geblieben wären. Nummer 2. Verwundete Heiler sind keine Heiligen oder Gutmenschen. Auch wenn es auf den ersten Blick so klingt, dass wir diese Menschen auf ein Podest stellen und sie für ihre außergewöhnlichen Leistungen im Dienste der Menschheit würdigen sollten, ganz so verhält es sich dann doch nicht. Natürlich haben sie nur das Beste für ihre Mitmenschen im Sinn, indem sie sich dem Beruf oder der Berufung des Heilens widmen. Solch eine Wahl trifft man niemals aus purem Egoismus. Und dennoch schwingt bei ihrer Tätigkeit stets ein Quäntchen Eigenliebe mit. Man muss schon dafür geschaffen sein, das eigene Leid nicht unter Verschluss zu halten, sondern damit in die Welt hinauszugehen. Viele Menschen können über traumatische Erlebnisse lebenslang mit niemandem sprechen. Doch die Mehrheit erkennt irgendwann das Heilsame daran, sich anderen zu öffnen und seine Erfahrungen zu teilen. Kummer dezimiert sich mit jedem Mal, wo wir in uns von der Seele reden. Und verwundete Heiler haben diesen Mehrwert klar erkannt. Sie therapieren sich quasi im Vorübergehen selbst gleich mit, indem sie anderen ihr offenes Ohr leihen und ihnen helfen. Doch diese Rechnung geht nicht immer auf. Viele verwundete Heiler bleiben auf der Strecke und gehen leer aus. Nicht immer reicht es, sich ganz und gar in den Dienst der guten Sache zu stellen, um die eigene Dunkelheit zu erhellen. Oft passiert es tatsächlich, dass die verwundeten Heiler ihr Lebenswerk im Reparieren anderer sehen, sich selbst damit jedoch nur ablenken und trösten. Heil werden sie dadurch nicht. Es besteht sogar im Gegenteil auch die Gefahr, dass sie ihre eigenen Traumata auf ihre Patienten oder andere Hilfesuchende übertragen und deren Leid somit verschlimmern könnten. Und wie überall im beruflichen Bereich, wo das Menschliche im Vordergrund steht und das fordernde, ausgesprochen menschliche Züge auf beiden Seiten annimmt, lauert die Gefahr eines Burnouts. Nummer 3. Wie geht das? Aus schwach mach stark. Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Finden muss sie im Prinzip jeder Mensch für sich selbst.
Doch dass es möglich ist, zeigt die große Anzahl an Ausnahmetalenten, die es aus eigener Kraft und aus düsteren Verhältnissen kommend geschafft haben, sich ihren Weg in ein gutes und sicheres Leben zu erkämpfen. Dieser Prozess wird niemals zu 100% abgeschlossen sein, so viel müssen wir vorab wissen. Verwundete Heiler können jedoch mit den Jahren über den Schmerz hinauswachsen und ihn irgendwann tatsächlich zum mehrheitlichen Teil hinter sich lassen. Er wirft dann zwar noch gelegentliche Schatten, doch er wird sich nicht mehr daran hindern, ein schönes und zufriedenes Leben zu führen. Ab diesem Moment, wo die Narben und die Verletzungen uns nicht mehr dominieren, können wir den nächsten Schritt nach vorne wagen. Viele Menschen entscheiden sich für einen völligen Neubeginn und widmen ihr Leben einer eigenen Familie und einem Beruf, der sie möglichst nicht mit ihren Dämonen wieder an einen Tisch bringt. Die verwundeten Heiler jedoch betrachten gerade diese Seite an sich als eine Art Projekt, an dem es zu arbeiten gilt. Stark vereinfacht ausgedrückt, können wir aus jeder Schwäche eine Stärke kreieren, wenn wir unseren Blickwinkel darauf verändern. Eine neue Perspektive kann manchmal wahre Wunder bewirken. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass wir emotionalen Abstand zu diesem Bereich unseres Lebens schaffen. Wir brauchen die Distanz, um aus diesem wunden Punkt eine Speerspitze zu formen und aus potenzieller Angriffsfläche einen Schutzwall. Hilfreich sind hier erprobte Methoden wie Visualisierung und positive Selbstbestärkung. Nicht vergessen dürfen wir aber auch, wie magisch es sich auf unsere Wahrnehmung vom Leben auswirken kann, wenn wir unseren Fokus auf die Dankbarkeit richten. Wem die materialische Kampfgesinnung sympathischer erscheint, der kann sich auch mit geballten Fäusten in diese Schlacht stürzen und lebenslang gegen psychische und emotionale Altlasten ankämpfen. Erlaubt ist hier, was zielführend ist und sich als erfolgsversprechend entpuppt. Nummer 4. Wie wirst du vom verwundeten Menschen zum verwundeten Heiler? Du möchtest deine Geschichte, dein Trauma, deine Tragödie nutzen, um anderen zu helfen? Entscheide dich dafür. Es wird dich Überwindung kosten und ziemlich sicher auch viele Tränen. Du musst mit Rückschlägen rechnen und auch damit, dass nicht alle Menschen überhaupt Hilfe annehmen möchten. Wenn du deine Aufgabe darin erkennst, anderen zu helfen, dann tu es einfach. Beginne in kleinen Schritten und frag dich bei jeder Begegnung, welche Baustellen dieser Mensch wohl zu bewältigen hat. Sprich über deine Erfahrungen, wenn die Gelegenheit sich bietet und du ein gutes Gefühl dabei verspürst. Hilfst du damit nur einem einzigen Menschen, war deine Entscheidung schon richtig. Unser heutiges Fazit: Empathie statt Therapie. Carl Gustav Jung war überzeugt davon, dass der beste Weg, um anderen Menschen zu helfen, ein tiefes Verständnis für ihre Probleme sei. Sein Ansatz könnte stark vereinfacht zusammengefasst werden zu Empathie statt Therapie. Dass der verwundete Heiler dabei gefordert und nicht immer mit geheilt wird, war ihm zeitlebens klar. Dennoch dürfen wir die Macht des alten Sinnspruches »Reden hilft« nicht unterschätzen. Die Chancen stehen gut, dass wir, indem wir anderen Menschen helfen, auch uns selbst helfen. Sich Ballast von der Seele zu reden, kann zumindest befreiend sein, auch wenn es kein Allheilmittel für seelische und emotionale Narben darstellt. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben.